hier auf dem YouTube-Channel von www.der-trump.de, eurem Online-Händler für Whisky, Gin und Liköre. Und heute haben wir hier zwei Sachen für euch auf dem Tisch stehen. Einmal die Verkostung des Artbeck Anno, einem der vier Standardabfüllungen aus dem Hause Artbeck. Und auf der anderen Seite gleicher Whisky, neues Kleid, die Sonderverpackung von Artbeck Anno, den Barbecue Smoker. Und damit fangen wir jetzt heute einfach mal direkt an. Der Artbeck Anno im neuen Gewand, unglaublich coole Metalltube, den Barbecue Smoker in einem gelochten Lochblech. Aber was ist es? Was kann es? Zeigen es euch. Es wird mitgeliefert, ein Mini-Smoker für euren Gas-Elektro-Kohlegrill, ganz egal. So sieht das gute Stück aus. Das Artbeck-Logo eingraviert. Ganz einfach, ihr baut das Ding auseinander, füllt hier eure Räucherchips ein, flammt die an, macht zu, stellt es auf euren Grill und wenn es anfängt zu rauchen, legt ihr schön euer Fleisch oder euer Gemüse drumherum, macht einen Deckel zu und hat trotz Gas, trotz E-Grill oder auch trotz normalem Kohlegrill ein richtig cooles Raucharoma mit drin. Dazu mitgeliefert wird die Standard 07er Flasche Artbeck Anno. Wirklich unglaublich cooles Gewand, schönes Teil. Klasse Geschenk, Weihnachten rückt näher. Und wir haben jetzt noch für den, der es bei uns im Shop als erstes bestellt, beschlossen, wir legen noch 700 Gramm Weber Hickory Wood Chips obendrauf. Herstellt keine Werbung, wir werden dafür nicht bezahlt. Aber auch die in sehr schönem Artbeck-Gewand, darum haben wir uns gedacht, für den ersten, der bei uns den Barbecue Smoker bestellt, dass er gleich loslegen kann, legen wir noch ein paar Wood Chips mit obendrauf. So viel dazu. Jetzt kommen wir zum Artbeck in der normalen Verpackung und zum Geschmack des Guten. Der Anno No Age Whisky aus dem Hause Artbeck, der in einem Pedro Ximénez Sherry Fass gefinisht wird und zu Ende reifen darf. Sehr schöner, sehr runder Whisky. Schauen wir uns jetzt an. In der Nase bleibt er ein Artbeck, er bleibt ein Whisky von der Isle of Islay. Da ist Rauch. Da ist mehr, aber da ist auch, das sind auch Gewürze, da ist, ich würde sagen, eine Vanillenote, eine schwere Süße wie von einer dunklen Schokolade und zeitgleich auch was Frisches, Fruchtiges wie von reifen Früchten. Auch das eher schwer, aber sehr, sehr schön harmoniert, unglaublich gut mit dem Rauch, dem destillerietypischen Rauch von Artbeck. Mund, der Geschmack, es verschwindet so ein bisschen die Frucht, diese Süße, diese schwere Süße der reifen Früchte. Im Gegenzug kommt zur Vanille noch so ein leichtes Zimtaroma hinterher. Es bleibt diese dunkle Schokolade und natürlich alles in allem immer noch der klassische Rauch, das klassisch Wilde von Artbeck.
Nichtsdestotrotz sehr ausgeglichener, sehr ausgewogener Whisky, auch vielleicht für Freunde, die nur Sherry mögen oder Menschen, die nur Rauch mögen, vielleicht das richtige Zwischenstück zum Probieren, zum vielleicht auch mal auf die andere Seite schauen. Unglaublich toller, unglaublich ausbalancierter Whisky. Ja, sehr, sehr schönes Teil. Was bleibt uns zu sagen? Bleibt gesund, schaut bei uns im Shop vorbei, www.der-trump.de. Wir haben den Artback Anno in der Standardverpackung. Wir haben ihn in der Barbecue Smoker Verpackung, limitierte Edition. Wir wissen nicht, wie lange wir ihn anbieten können. Noch ist genug da. Und wie gesagt, für den ersten, der bestellt, legen wir noch die 700 Gramm Woodchips aus dem Hause Weber. Hashtag keine Werbung, wir werden dafür nicht bezahlt. Mit oben drauf. Und dann bleibt nur noch, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert das Glöckchen, dass ihr merkt, wenn wir neue Videos produziert haben. Bleibt gesund, steckt euch nicht mit Corona an. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Tschüss aus dem Fuchsbau, sagt euer Team von der Drum.